Jü, da bin ich ja wieder. Ich habe wieder ein bisschen rumgebastelt. Hallo, Baby-Zombie-Ding, weg. Ich habe ein bisschen rumgebastelt, also primär den Grundstock gelegt für die Plattform. Einmal da, einmal. Ich habe Fackeln vergessen. Mist. Okay, wir machen einen tiefen Anflug und dann slashen wir die weg. Okay, ich will. Komm. Genau, schießt euch gegenseitig runter, das ist eine super Idee. Ihr seid tot. Wer wird gewinnen? Könnt ihr nicht so ein bisschen an. Die schießen vollkommen. Jungs! Ihr seid, keine Ahnung, 8 Meter voneinander entfernt. Das kann man ja nicht mit angucken. Du weg. Du weg. Fackeln drauf. So. Aber. Ich denke, das wird jetzt das letzte Mal gewesen sein, dass ich off-camera aufgenommen habe, wie ich arbeite. Es gab nämlich einen guten Hinweis in den Kommentaren. Mach doch einfach einen Zeitraffer. Da hatte ich mir zuerst gedacht, Zeitraffer, das ist denn doch den meisten Leuten zu langweilig mit der Zeit. Weil selbst mit Zeitraffer wären das irgendwie 2, 3 Minuten. Und das ist vollkommen egal, wie toll die Musik ist. Wobei auch noch jeder andere Musikgeschmäcker hat. Deswegen habe ich mir überlegt, ich werde das jetzt so machen. Ich nehme regulär die Folge auf. Am Ende der Folge oder am Ende der Aufnahmesession, besser gesagt, das ist ja bei mir meistens so 2, 3, manchmal auch 4 Folgen. Am Ende der Aufnahmesession verabschiede ich mich dann von euch und dann mache ich einen Zeitraffer hinten dran. Das heißt, ihr wisst, sobald ich mich verabschiede, könnt ihr in der Playlist einfach weiterklicken und dann verpasst ihr halt nur den Zeitraffer. Wenn ihr aber genau sehen wollt, was ich mache, damit ihr nicht plötzlich euch wundert, warum die ganzen Mauern da stehen und so weiter, dann könnt ihr einfach den Zeitraffer angucken und gechillt die Musik hören. Auch wenn ich noch keine Ahnung habe, was für eine Musik, aber ja, das ist also jetzt der Plan. Also für später. Für diese Folge jetzt wollte ich hier eine Farm aufbauen. Und zwar genau wie hier, schön mittig, mittig. Und die Zäune können weg, die Hühner haben sich eh verabschiedet. So, also mittig, mittig die Farm hin. Das heißt, das Dirt kann da weg. Und wir sollten eventuell mal gucken, was unsere Dirtmaschine macht. Ich glaube, die arbeitet nämlich gar nicht mehr. Weil wir kein. Ah, ist gar nicht angeschlossen. Das kann da mal raus. Weil wir gar keine Setzlinge über haben. Müssen wir mal gucken. Oh, wir haben ganz viel Rotten Flesh. Gib mir mal ganz viel Rotten Flesh. Nein, gib mir keine Pfeile. Rotten. So, Inventar voll, bitte. Und jetzt musste man hier einfach nur doppelt rechts klicken, ne? Schon so lange her, dass ich die Barrels benutzt habe. So, bam. Jetzt dürfte hier nach und nach wieder Dirt entstehen. Gut. Also wir brauchen das ganze Dirt. Wir brauchen. Da oben haben wir die Holzplattform benutzt, ne? Ja, das ist soweit richtig. Mit der Ausnahme von der Plattform da. Aber ich denke, ich werde dann die Plattform off-camera einfach irgendwann mal. Quatsch, im Zeitraffer natürlich, ne? Neues System. Also, ich werde das dann im Zeitraffer später eventuell abreißen und einfach durch Holzplattform neu ersetzen. Weil hier oben drauf finde ich das schon recht stylisch, wenn das Holz ist. Ja, okay. Dirt setzen. Geht auch mit dem Bilderspawn, richtig? Hab hier Dirt. Ach so, das ist Gras-Dirt und kein Zoom-Dirt. Jetzt geht das richtig. Ah, schön, wenn man Technik versteht. So, du, da, da. Mitte? Fragezeichen. Wo ist Mitte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da ist Mitte. So. Wie groß waren die Felder? Nicht sehr groß, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 mal 9. Also 4 von dem Feld aus. 1, 2, 3. Hier noch eine Reihe ran. Bup. Bup, bup, bup. Und 1, 2, 3, 4. Das heißt, das hier alles müsste weg. Schöne Dirt. So, Jetpack-Energie, 50% ist okay. Wo ist meine Diamantschaufel? Das hört sich ein bisschen dekadent an. Ich muss mit Händen im Dreck wühlen. Wo ist meine Diamantschaufel?
Shovel da. Und Dost bitte. So, oh, und mehr von den Slabs. Haben wir noch welche vorrätig? Ja. Gib mir mal ein Stack davon und mach dafür die da weg. So, fliegenderweise Toast essen. Nom 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 nom. So, das müsste mit der richtig schön schnell gehen. Und dann, was brauchen wir? Wir brauchen auf jeden Fall Verkabelung. Verkabelung müssten wir also von da unten. Wir hatten ja schon angefangen, in den Zwischenräumen die Kabel zu legen. Die Kabel müssten weiter nach da ziehen. Das Kabel müssten weiter nach da ziehen. Wir müssen die Stromversorgung mal nach hier bringen. Dafür können wir das Kabel einfach nach da laufen lassen. Hier muss auch noch eine ganze Plattform hin, beziehungsweise zwei. Also Stromversorgung von da aus. Also von der Zwischenebene. Die Kabel hier oben sind ja in der Zwischenebene, die man noch nicht sieht, die wir bei Zeiten einbauen müssen. Von hier aus in die vertikale Zwischenebene. Dann hier in die horizontale Zwischenebene. Dann hier in die vertikale. Hier in die horizontale. Und dann von hier können wir dann die, also hier können wir dann die Maschinen befüttern mit Strom. Und von da dann mit den ME-Kabeln die Gegenstände, die wir brauchen. Also die Samen. Wobei ich noch nicht weiß, welche Samen. Haben wir noch? Nein, haben wir nicht. Schade. Also die da. Ich habe jetzt auch von vornherein gleich die Stone Bricks genommen für den Rahmen. Denn sonst sieht das wieder so komisch aus. Ich zeige gleich. Du, weg. Habe ich das noch irgendwo? Genau hier. Sonst haben wir das Problem mit den Lücken. Deswegen hatte ich mich ja irgendwann mal dazu entschieden, dass wir die Lücken wegmachen. Und das dann so machen wie hier. Also hier hatte ich schon ein bisschen angefangen. Das muss dann alles nach und nach weggehauen werden und durch Stone Bricks ersetzt. Und das Rumfliegen mit dem Super Jetpack ist echt mega geil. Oh, ein Hühnchen ist entkommen. Wie jetzt? Kaum mache ich die Tür auf, dann traut ihr euch da hinten wieder raus. Das ist irgendwie sehr komisch. Ihr seid sehr komisch, Hühnchen. Wahrscheinlich wollen die jetzt nur hier raus und dann da runter springen oder so. Keine Ahnung. Na gut, ihr macht das schon. Ich mache hier auch schon mal auf. Zung, zung, zung. So. Holzplattformen. Man konnte bei denen auch den Builder's Wand benutzen. Allerdings waren sie dann alle falsch rum. Das an sich ist lästig, aber man kann es umgehen, indem man einfach dann nachträglich so macht. Wobei ich nicht weiß, ob das wirklich schneller ist. Ja, doch. Ist ein Ticken schneller. So. Ich werde jetzt aber nicht alle bauen. Das kann ich später in der Zeitrafferphase machen. Ich wollte jetzt erstmal nur das Grundgerüst haben, damit wir die Maschine aufbauen können. Also, das ist die nördliche mittlere obere Plattform des Borgwürfels. Das heißt, in die Richtung kommen keine Brücke, in die Richtung ja. Das heißt, setzen die Maschinen hier hin. Das heißt, hier kommt der Harvester hin. Harvester Block. Das heißt, wir könnten das noch kurz noch erweitern. Dim, 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 dim. Jetzt habe ich die Mitte wieder nicht markiert, ne? Ah! Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Boing. Eins. Es kann nicht sein. Eins, zwei, drei, vier. Doch, kann sein. Dann habe ich hier noch vergessen, eine Reihe Dirt zu setzen. Das holen wir mal kurz nach. Du, da. Na, schaut gut aus. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ihr seid alle gleich. Egal, ob Gras drauf ist oder nicht. So. Überprüfen. Wir haben hier drei Abstand zum Rand. Wir haben hier drei Abstand zum Rand. Wir haben hier drei Abstand zum Rand. Oh, apropos Abstand zum Rand. Hehe. Ne? Mir ist da eine Kleinigkeit aufgefallen. Ich glaube, Quarks hatte das schon vor ein paar Folgen mehrfach geschrieben. Und auch andere. Ja, also die Plattform war zu kurz. Das war noch in meinem Anfall, wo ich dachte, boah, ich habe was falsch gemacht. Komm, machen wir alles Alte kaputt und machen das so wie das Neue, was ich dachte, was richtig wäre, was aber falsch war. Was nicht schön war.
Also ja, das habe ich gefixt. Das heißt, die Plattformen müssten jetzt eigentlich alle richtig sein. Hoffentlich. Sonst habe ich nachher noch mehr Arbeit. Das heißt, das da wird noch angepasst. Also die Stone Bricks werden dann wieder durch Cobble ersetzt, weil Cobble ja der eigentliche Fußboden ist. Die Stone Bricks sind nur für die Wände. Dann werden hier weiter die Wände gemacht und so weiter. Das heißt, wir können hier noch zwei Netherrack, noch zwei Crucibles, noch zwei Dynamos und so weiter ranpappen. Oder wir lassen da hinten so einen kleinen Durchgang, wobei ich nicht wüsste, wozu man das brauchen könnte. Ja. Gut, also, das hier ist soweit vorbereitet. Licht. Die Fackeln hier sollten eigentlich erstmal okay sein. Ich würde die ungern wegmachen, deswegen lasse ich sie erstmal da. Es kann dann keine Farm drauf gebaut werden, aber das ist nicht so schlimm. Wir brauchen eh erstmal ein paar Sachen. Wir brauchen einen Planter. Wir brauchen einen Aqueous Accumulator. Wir brauchen einen Sprinkler. Wir brauchen Bone Meal. Wir brauchen ganz viele ME-Kabel. Wir brauchen ganz viele Conduits. Wir brauchen einen Exporter. Also einen Gegenstand-Exporter für die Samen. Wir brauchen einen Fluid-Importer von dem Harvester, den wir übrigens auch brauchen. Und wir brauchen einen Item-Importer von dem Harvester. Und ich glaube auch eine Kiste. Ich weiß nicht, ob das ohne Kiste ging bei denen. Nee, also scheint nicht zu gehen, sonst hätte die Regierung in der Vergangenheit das nicht so gemacht. Also ja, eine Kiste auch noch. Ist eine ganz schöne Einkaufsliste. Ich guck mal, ob wir alles so zusammenbekommen. Erstmal ausmisten. Weg, weg, weg. Die können auch kurz weg. Weg, 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 weg. Du weg. Ah ja, und das Pyrosium-Dust soll übrigens 2,5 Mal ungefähr so gut sein wie Netherrack. Also das dürfte schon ganz schön abgehen, falls wir mal Lava-Probleme haben. Lead or Dust kann weg. Slabs bleiben erstmal noch da, können gesteckt werden. Fluid Dust lasse ich lieber mal im Inventar. Man weiß ja nie. So, ich hätte gerne einen Akku. Aqueous Accumulator, genau den hätte ich gerne. Dann hätte ich gerne ein Port. Fluid Import Bus, das klingt sehr gut. Ich hätte gerne ein Basic Export Bus, das reicht. Ich hätte gerne ganz viele Conduits, das könnte jetzt ein Problem sein. Vor allem, wenn man sie falsch schreibt. Conduit 22, das wird nicht reichen. Also, bau mir Conduits. Dafür habe ich bestimmt wieder nicht das Glas oder das Elektrum, oder? Naja, 54 Elektrum fehlt. Haben wir das rausgeholt? Ja. Elektrum fehlt. Da ist Elektrum. Nehmen wir auch das. Ding, ding. Ding, ding, ding. Ja. So ein Oldschool-Zeug brauchen wir nicht mehr. Wir können alleine hochfliegen. Ja, wir sind toll. Die Smeltery wurde auch nie fertig gebaut. Fällt mir gerade auf. Okay, machen wir mal. Wo ist mein Packing da? Dich mal weg. So. Wir müssen es nicht höher bauen. Was wir allerdings höher bauen sollten, was schon mehrfach erwähnt wurde, sind die Hochöfen. Weil wenn die größer sind, dann kann man wohl mehr Sachen gleichzeitig einschmelzen und es geht auch schneller, weil die eine höhere Temperatur haben. Wobei ich 2000 Grad schon ziemlich heiß finde. Aber okay. Weil normalerweise verdampft das Metall dann einfach, wenn es zu heiß wird. 2000 Grad Zinn? Ich weiß nicht. So, du. Wie viel haben wir noch? 55. Ja, das haut hin. Ding, ding, ding. Euch können wir schon mal zerlegen. Da rein tun, da rein tun. Bam, schon haben wir kein Glas mehr. Aber ist okay, jetzt haben wir 1,5 Stacks davon, das ist schon mal okay. Für das Glas brauchten wir Blei und Obsidian. Obsidian haben wir langsam eine Menge. Ich sollte mal die Obsidian-Maschine ausschalten, falls sie überhaupt an ist. Die war irgendwo hier, ne? Bist du die Obsidian-Maschine? Nein, du bist Wasser. Du warst Clay. Ihr wart alle Stein. Ah, nicht schon wieder. Ich verliere das Ding immer. Hier hinten irgendwo? Hallo? Wo kommst du her? F7? F7? Nö, ich sehe nichts. Muss runtergepurzelt sein von irgendwo. Aber es wirkt auch recht dunkel hier. Also was Beleuchtung angeht, wurde schon vorgeschlagen, dass wir Redstone-Lampen oder ähnliches hier in die Decke einlassen sollten. Das finde ich eine gute Idee. Müssen wir dann gucken. Du bist derjenige, welcher
kriegst aber kein Wasser mehr. Hä? Wir haben kein Wasser mehr? Bau mal das da. Sag mir nicht ernsthaft, wir haben kein Wasser mehr, oder? Wir haben kein Wasser mehr. Okay, dafür haben wir jetzt ganz viel Obsidian. Klick. Jetzt haben wir gleich wieder ganz viel Wasser. Chips sehen übrigens nicht so gut aus. Wir brauchen demnächst neue. Vielleicht langsam von 4K-Chips weggehen, sondern auf 16K hinarbeiten. Wobei es recht nervig ist. Und wir haben viel zu viel Lava. Das ist auch ein komischer Zustand. Ganz viel Aluminium. Ja, ich glaube, ich entlaste mal die Flüssigkeitstanks, indem ich das hier einfach immer alles wieder abgieße. Sieht zwar cool aus und so, aber wenn wir davon zig Tonnen haben, vor allem Eisen brauchen wir immer wieder, sollte das auch benutzt werden. So. Ihr stellt fleißig Cobblestone her. Sogar ein bisschen zu viel Cobblestone. 9000. Da muss ich immer wieder schön regelmäßig das hier machen. Sonst haben wir ganz schnell ein Problem, was die Chips angeht.